Ihr kennt das. Ihr steht abends um 20 Uhr auf und wollt direkt zocken. Nachdem Steam geöffnet ist und ihr aufgrund der krassen Skills Headshots verteilt, werden die Finger kalt. Draußen sind es Minusgrade, dein Team wartet auf den Sieg. Sie warten auf dich. Was tun? Hol dir einen Mini-Heizkörper für nur 12 Euro und somit herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, meine Übergänge sind noch immer dämlich, aber jeder echte Zocker kennt das kalte Fingerproblem. Nun kommen wir zur Community-Action. Einige von euch landen in meinen Videos, daher fetten Gruß an, sorry, wenn ich es falsch ausspreche, Silas mit Gruß an Warum Lila, dann noch einen fetten Gruß an Musti und den lieben André, meine Freunde. Den erwähne ich aber erst im Nintendo 3DS XL-Video. Wenn auch du ins Video willst, ja, lass einen Kommentar da. Der Rest gibt wie immer einen Daumen hoch. So, nun fangen wir an. So, meine Freunde, geliefert wird der Einhell KH500 Heizlüfter in dieser kleinen schönen Verpackung. Ihr könnt direkt anhand der dort abgebildeten Grafiken erkennen, was das Teil alles kann. Ich habe euch wie immer das Produkt unten auf Amazon verlinkt. Schaut euch die technischen Daten an. Ich denke, für 12 Euro, meine Freunde, lohnt sich ein im Winter gewonnenes CSGO-Game. Folgt mir, wir schauen uns das Teil mal genauer an. Der Einhell KH500 Heizlüfter hat eine Größe von nur 17 cm und wiegt nur 670 Gramm. Er ist somit sehr klein und handlich, ähnlich wie Max Herzbergs Intimbereich. Shoutout an Max Adlersohn. Das Heizelement wird durch das Gitter geschützt, unten steht dann noch der Name des Produktes. Von der Seite aus gesehen wirkt das Gerät ziemlich groß, ist es aber nicht, es sind nur 17 cm. Ja, nur, merkt euch das. Die Rückseite zeigt den Lüfter, der die kalte Luft durch das vordere Heizelement pustet. Los Leute, ich will euch jetzt die Bedienung zeigen. Die Bedienung ist einfach, es gibt nur einen Knopf, mit dem ihr das Gerät einschaltet. Fertig! Unten seht ihr diesen auffälligen roten Stift. Wenn euch das Teil umkippt, dann schaltet er sich automatisch aus. Wichtig, das Gerät besitzt keinen Timer oder automatische Abschaltung bei einer bestimmten Temperatur. Also bleibt wie immer in der Nähe und passt darauf auf. Ihr solltet eure Kleidung natürlich nicht darauf trocknen. Los meine Freunde, kommt weiter, jetzt geht's um die technischen Details. Der Einhell KH500 Heizlüfter hat nur 500 Watt und eignet sich für kleine Räume. Die Blaskraft, ja, ist mit einem Föhn zu vergleichen. Die Stromkabellänge beträgt 135 cm und reicht aus, um das Gerät gut zu positionieren. Das innere Keramikheizelement glüht nicht und verbrennt ebenfalls kein Staub. Es wird ausschließlich nur das Gitter heiß. Das Gehäuse blieb auch nach 4 Stunden Dauerbetrieb kühl. Ich habe den Härtetest gemacht und ja, diesmal war das ich und keine der Mädels und habe den Heizlüfter unter Beobachtung auf meinen Teppichboden gestellt. Der Boden direkt drunter wird nur leicht warm. Ich empfehle euch immer einen glatten Boden, da sich der kleine rote Stift sonst im weichen Boden verhaken kann. Ich konnte einen 10 Quadratmeter großen Raum innerhalb von 30 Minuten auf angenehme Temperatur bringen. Draußen waren es zum Testzeitpunkt minus 4 Grad. Ich hatte keine andere Heizquelle an. Bei der ersten Inbetriebnahme stank das Teil ein bisschen nach Öl. Dies ist laut Hersteller normal und legt sich nach 20 Minuten. So war es auch bei mir. Los, auf zum Fazit. Der Einhell KH500 ist klein, handlich und kostet nur 12 Euro. Das Gerät ist besonders für kleine Räume oder direkt am Schreibtisch perfekt geeignet. Die Qualität fällt mir sehr positiv auf. Keine billige, sondern eher eine sehr hochwertige Verarbeitung. Es fällt nur negativ auf, dass das Gerät bei einer bestimmten Raumtemperatur nicht automatisch ausgeht. Ist aber kein Problem, meine Freunde, so viel Hitze könnt ihr nicht erzeugen, außer euer Raum ist so ein Quadratmeter groß, dann würde ich aufpassen. Den Link zum Produkt findest du wie immer in der Beschreibung. Wenn du was auf Amazon kaufen willst, nutze vorher meinen Link und unterstütze mich, egal was du kaufst. Herzlich willkommen zur Endcard. Links kommt ihr direkt zum Leben 2 Unboxing von Azad und rechts gelangt ihr zum Erudo X1 Härtetest mit der lieben, süßen, niedlichen Jackie. Ideen oder Tipps könnt ihr wie immer in den Kommentaren posten. Also wenn du ins Video willst, dann poste da was rein und schreib, ja, ich will damit rein. Dann regel ich das für dich, ja? So, das war wieder euer Chris und bis zum nächsten Video. Ich muss mich leider verabschieden, aber wir sehen uns bald wieder. Es ist wie Spiegel. Man sieht sich.